Tag, Lübecker Nachrichten, und noch? Dr. Strock ist hier. Ah ja, guten Tag, Herr Strock. Ich hätte ganz gern eine Anzeige aufgegeben. Sagen Sie mir bitte mal den Text. Er? Ja? Brille, 1,70 Meter, Doktor und intellektuell. Ja? Sucht sie, ledig. Ja? Wohlhabend. Ja, toll. Ja? Bitte? Ja, hab ich. Keine Erben. Ja, toll. Ja? Was sollen Ihre Kommentare zwischendurch? Kann sie weiter sagen. Keine gefärbten Haare. Ja. Zwecks Heirat. Ja. Ich hätte jetzt noch so einige Sachen, die ich noch gern dazufügen würde. Ja. Nylonstrümpfe unerwünscht. Ja. Kein Haarnetz. Ja. Gepflegte Füße. Ja. Wie kann man das sagen, dass man keine Tratschtante will? Diskret. Diskret, ja. Und halt, jetzt Moment. Kein Haarnetz. Und was war das jetzt? Gepflegte habe ich jetzt vergessen. Gepflegte Füße. Ich bin ein Fußfanatiker. Mhm. Dann Impfpass. Ja. Kein Hohlkreuz. Ja. Viel Vorbau. Große Oberweite. Ja, machen wir das. Kann weitergehen. Kein Kleinvieh, keine Insekten, keine Amphibien, Kriechtiere. Kriechtiere. Mhm. Schafe, Vögel. Ja. Schlangen, Hamster. Ist das nicht unter Kleinvieh? Ja, lassen Sie unter Kleinvieh. Ja, denke ich doch mal. So. Beim Brustumfang. Beim Brustumfang? Ja, was sollte man da berechnen? BH-Größe 8 erwünscht. Haben Sie 8? Ich habe keine 8. Ja, dann nehmen wir BH-Größe 8 erwünscht. Gut, ich würde noch ein, zwei Sachen in die Anzeige mit reinnehmen. Ja, bitte. Also, ich habe so eine Leidenschaft. Also, es handelt sich dabei um eine gewisse Sexpraktik. Ja, ich meine, der Text sagt ja schon mal einiges aus, ne? Inwiefern? Nylonstrümpfe unerwünscht, kein Haarnetz, auch BH-Größe 8 erwünscht, dass das doch einiges aussagt. Sonst schreiben Sie noch rein, lasse mich gerne fesseln. Ja, okay. Gut, wie war Ihr Name? Mein Name ist Monika Nuttnau. Ihr Kollege ist der schöne Seifen, nicht? Ja. Bin ich auch schon mal mit zusammengerasselt. Kann ich gar nicht glauben, ist ein netter Kerl. Ja, der hat mir einen Fax geschickt. Er hat Ihnen einen Fax geschickt? Mhm. Hier steht: Sehr geehrter Herr Bremser, in Ihrer Sendung suchen Sie Opfer für den beliebten Telefonschreck. Aha. Hiermit möchte ich meine Kollegin Frau Monika Nupta als Opfer an... Ich möchte meine Kollegin Frau Monika Nupta ein bisschen ärgern. Herr Schöne-Seifen bricht hier gerade zusammen. Er sagt, er ist da, das kann doch nicht angehen. Ich finde das toll.